Und deswegen ist es so wichtig für jeden, was über Finanzen zu lernen. Oh, hat gepasst. Oh, ich kann es nicht mehr hören. Es muss nicht jeder finanziell gebildet sein. Es gibt halt auch einfach Leute, die das nicht interessiert. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe da ein ganz gutes Argument. Also, man muss kein Finanzprofi sein und sich ständig damit auseinandersetzen. Aber? Wenn du zwei Personen hast, die genau den gleichen Job haben, den gleichen Bildungsweg und auch sonst ist alles gleich, aber die eine Person, die hat so ein Grundlevel an Finanzwissen, dann wird diese Person, wenn sie mal in Rente geht, 30-40% mehr Geld zur Verfügung haben. Ja, aber also in meinem Fall macht das ja der Finanzberater. Wenn du keine finanzielle Grundbildung hast, wie willst du denn dann beurteilen, ob die Tipps des Beraters auch Sinn ergeben? Also besser im Westens folgen und aufpassen, wenn ich sag,